Blondinen jubelten uns zu. Wir sahen sie bei Kilometer 17. Drei Blondinen als Cheerleader verkleidet. Die eine mit goldenen Puscheln, die zweite mit silbernen, die dritte mit bronzenen. Und als wir drei an ihnen vorbeizogen, puschelten sie uns zu. Irgendwo nach Kilometer 35 standen sie wieder. Da hatten wir schon einiges in den Knochen, während sie in der Zwischenzeit lediglich auf die andere Alsterseite wechseln mussten. Sie erkannten uns und diesmal kreischten, hüpften, winkten, lachten, tanzten sie uns zu, gaben alles für uns. Und auch wir gaben alles, lachten und winkten zurück, so zogen sogar noch mal an. Es war verdammt lang bis zum Ziel. Und als ihr letzten Zuruf verklungen, wurde es noch länger. Doch selbst mit Tunnelblick, blind für den Rest der Welt, sahen wir sie noch, wie sie uns Kusshände zuwarfen. Sahen sie auch im Ziel, als wir beisammen standen und über das Rennen sprachen. Sahen sie noch heute, als wir sonst wo laufen in der Welt. Und wir sind uns alle drei sicher, dass sie dies wussten, als sie uns so anfeuerten. Und dass sie es gerade deshalb getan. Thank you.